Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2023. Hertha, Hannover und Freiburg heute auf dem Plan und vor allem der neunte Youth and Take. Bin sehr gespannt, was das so werden wird. Um euch nochmal kurz daran zu erinnern, das soll der Intake werden. Ihr seht es mal wieder nicht, aber hier steht eine echte goldene Generation, 5 Sterne, toll. Ja, wird bestimmt wieder richtig toll werden. Aber gut, letztes Jahr war ja in Ordnung, ne? Also wir haben mit 8 einen richtig guten Spieler bekommen. Wäre halt schön, wenn das auch mal wirklich stimmen würde, dass man 3 Einsen bekommen würde und nicht nur eine, wobei die Positionen ja irgendwie nie stimmen. Immerhin habe ich dieses Mal richtig drin, dass Dominik Scholten das Ding macht. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, ob das wirklich der Fehler letztes Jahr war. In den Kommentaren stand von einem, glaube ich, ja. Aber ich glaube, der Rest wusste das auch nicht so wirklich. Wir werden es erfahren, ne? Es ist aber auch der erste Youth and Take, an dem ich Dominik Scholten messen werde. Was ja dann auch mal so eine Sache ist, ne? Hertha. Hertha ist auf Platz 6, die sind 2 Pünktchen über uns. Das ist so ein Spiel, das wäre schon sehr gut, wenn man das gewinnt, weil wir dann unsere Position festigen würden, da auf 6 und 7. Würde ich mir sehr wünschen, dass wir das schaffen. Es gab, wie gesagt, keine Länderspielpause, es war die Pokalpause, warum auch immer das hier so ist. Aber ist halt so. Da gab es eindeutige Ergebnisse. 4-0 hat Schalke Bremen weggehauen. Gladbach hat 7-0 gegen den HSV gewonnen, Bayern 5-0 gegen Hannover und Dortmund 3-1 gegen Mainz 05. Unsere U19 hat übrigens auch Pokal gespielt, hat dagegen Gladbach gewonnen und zwar 1-0 im Viertelfinale des Juniorenpokals. Hertha wird ein 4-2-3-1 spielen. War das letztes Jahr oder dieses Jahr, wo der Den Boggen da einfach gegen mich getroffen hat, obwohl er schon seit Jahrhunderten kein Tor mehr gemacht hat? Das war dieses Jahr, 2-2. Ich erinnere mich, es war kein schlechtes Spiel, aber wir haben dann zu sehr gepennt wieder. Er hatte auf 6 momentan letztes Jahr, auf der 5 davor, auf der 4. Die haben jetzt gerade gegen Real Madrid zweimal gespielt in der Champions League und haben beide Spiele verloren. 25.02. am Dienstag. Apropos, ne, Mentoring-Überblick war übrigens nichts Interessantes. Ich habe leider Lavic in einer drin, die nicht so perfekt für seine Determination ist. Aber passiert. Hat immer noch 16. Nicht so schlimm. Hab schon aufgestellt. Heute mal mit Ristic vorne. Lavic, das ist das letzte Spiel, was er machen muss, weil danach ist er dann, also in 2 Tagen endet sein Versprechen und er hat seitdem so viele Spiele gemacht. Also alles andere wäre absolut lächerlich. Er hat jetzt 18 Spiele gemacht von möglichen 22, glaube ich, haben wir. Wäre der größte Unsinn ever. Also wird es wahrscheinlich passieren. Tugbenio ist wieder drin, Balog ist wieder drin. Ich hoffe auf einen Sieg in diesem 4-3-3. Ich hatte mir überlegt, vorher vielleicht auf das 3-4-3 zu gehen oder auf das 4-1-2-1 zu gehen, aber dachte mir, ja, irgendwie schon passend im 4-3-3. Ich vertraue den Boys mal. Sie haben viel rotiert. Wundert mich ehrlich gesagt, weil nur das zweite Spiel gegen Real Madrid war ja eindeutig. Oder sie rotieren jetzt aufgrund dessen, ne, dass die Fitness jetzt halt nicht so gut ist. Viper trotzdem vorne. Ich weiß nicht, wie hart das beste Aufstellung ausschaut. Ist mir auch ehrlich gesagt wurscht, wir müssen nur auf uns schauen. Wir sollten selber mal hier ordentlich wieder was machen. Ristic immer noch am Haten von wegen zu wenig Einsatzzeiten, andere Chancen hier gesehen, als die er bekommt. Finde ich okay, die Argumentation, weil er sich selber halt belogen hat, aber mal gucken, vielleicht kann er es heute ja besser machen. Hauptsache, wir machen es als Team besser und holen mal Ergebnisse. Ne? Wir haben in der letzten Folge super viel Aluminium getroffen. War richtig nervig und ärgerlich. Und erstmal hat sich jetzt Hennerbach eine Fußverletzung zugezogen. Das ist unnötig. Assadi kommt rein nach gerade mal 25 Minuten. Mal schauen, wie es passiert ist. Wo sind wir? Da ist Sinan. Da ist Hennerbacher und er wurde weggezogen von Meier. Das ist uncool. Assadi jetzt kein schlimmer Spieler, ne? Bisher hat er ein gutes Jahr hinter sich. Aber halt wenig Einsatzzeiten. Was aber an mir liegt, Ristic viel Platz, macht das Tor, aber ist der viele Platz vielleicht daraus resultiert, dass er im Abseits stand? Ich gucke momentan nicht richtig gut hin anscheinend, dass ich das nie so richtig sagen kann, aber es war Abseits. Und dann auch nicht mal knapp. Jo. Schade. Zu 0 zur Pause. Wenig
von dem, wo er generell wenig, was wir am Sehen sind, weil nichts passiert. Sina hat mal wieder eine super frühe, ne, nicht super früh, aber hat mal wieder eine frühe gelbe Karte bekommen. Ist auch der einzige, bei dem die Körpersprache nicht so gut ist. Ich würde sagen, wir bringen mal Bagan rein. Asadi noch nicht gut drinne, Santos schon nicht gut drinne. Yashash will die auch noch nicht gut drinne. Ich gehe mal auf Offensiv. Mittlerweile haben wir mehr angekommene Pässe und mehr Ballbesitz. Jetzt haben wir Zehnter kaputt getreten. Also hier wird ordentlich geholzt. Das war Lavic, jupp. Haben wir uns revanchiert, dass sie sehr. Hat er sich gerade das andere Bein erst gehalten? Das sah jetzt echt nicht schön aus. Viele Verletzungen heute an dem Spieltag. Ach Mann, ey. Dann kommt Chouhanov rein und Udines kommt rein. Was ist in unserer Rückrunde nur los, dass wir auf einmal gar keine Tore mehr erzielen? Oder halt auch super inkonstant sind. Ne? Wir erzielen ja ab und zu mal Tore, aber wir sind halt super inkonstant in der Hinsicht. Viel Platz dafür, Martins. Der ist ein bisschen schlecht, der Kopfball, aber muss trotzdem nicht so entstehen. Ja, es sieht schon wieder sehr schlecht aus. Und schade, genau hier bräuchten wir halt einen Sieg. Aber den wird es nicht geben. 0 zu 0. Wir haben auch noch den anderen Gegner nochmal verletzt, habe ich gerade gesehen. Ach Mann, ey, ich krieg's nicht mehr hin, Tore zu erzielen, ne? Ich schaff's nicht, den richtigen Spieler herauszupicken. Jetzt dachte ich mal, kannst du Ristic die Chance geben? Der hat ja wirklich das beste Ratio eigentlich, dass er. Boah, 4 Wochen. Ja, Shuranov auch mittlerweile seit 8 Partien ohne Tor. Hütti wahrscheinlich genauso. Ristic, wie gesagt, derjenige, der am öftesten trifft. Aber momentan trifft gar keiner. Und so langsam gehen mir die Ideen aus, wie man es halt noch weiter forcieren könnte. Sehr, sehr nervig. Ich freue mich jetzt erstmal, dass Lavic erstmal nicht spielt. Der hat nämlich ganz, ganz schlecht gespielt, die letzten paar Spiele. Auch Chipperfield wird reinkommen für Santos. Ach, Mann, ey. Das ist schon wirklich nicht gut alles. Und die hinter uns, ja gut, gerade eben hat Gladbach verloren gegen Bayern. Den Kollegen haben wir nur 1 bis 3 Tage verletzt, aber bei dem anderen sah es ja richtig schlimm aus. 2 bis 4 Wochen, also wir haben das Schlimmste abbekommen. Mann, 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 ey. Wir lassen so viele Punkte gerade liegen. Das könnte so schmerzhaft werden für die nächste Saison. Ich möchte endlich international spielen. Jetzt erstmal die kommenden 2 Spiele ohne Hinnerbacher. Danach haben wir eine ewig lange Pause, weil das Spiel gegen Leipzig wurde verschoben. Aufgrund der Leipziger Partie gegen Juventus in der wahrscheinlich Champions League. Dafür wird dann Jonas Götz reinkommen. Erstmal auf die Bank. Asadi halt von Anfang an. Aber Götz haben wir bereits in seinem Debüt gesehen. Der kann was. Schalke zieht weiter weg. Frankfurt kommt nicht ran. Leverkusen ist auch nicht rangekommen. Das ist gerade so glücklich für uns verlaufen. Aber es muss jetzt wirklich langsam mal der Umschwung kommen. Also Rückrunde ist tragisch schlecht. Ja, Schuranov möchte einen neuen Vertrag unterschreiben. Ich bin mir weiter nicht sicher, ob ich das machen sollte, ne? Sein Vertrag läuft im Sommer aus. 7 und 1 in 21. Ich glaube, wir werden uns trennen. Ich brauche das Next Level beim Stürmer. Und Šuranov, Ristić und momentan Hütti sind's nicht. War ein bisschen zu naiv zu sagen oder zu denken. Wow, Ristić nicht mehr wegen mangelnder Einsatzzeit beunruhigt. Okay. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass das mal kommt für Lavic. Sinan möchte einen neuen Vertrag haben. Ja, steht ja auch bei mir auf der Liste, dass ich ihn verlängern möchte. Sollte ich mal machen. Vertrag läuft nur noch bis nächstes Jahr. Ach, ich habe Optionen auf 2. Pff, ja, dann natürlich nicht, Brody. Was glaubst du denn, wer du bist? Nee. Ich wusste nicht, dass ich die Option noch drin habe. 2 Jahre vor allem. Nice. Wow, Terence Boyd, neuer Trainer bei Union Berlin. Okay. Aber momentan, ne, wir können es nicht abschätzen, wohin die Reise geht. Weil wir halt so krass im Mischmasch sind. Auch bei Santos, da möchte man einen neuen Vertrag haben. Aber ganz ehrlich, momentan spielt keiner so, dass er einen neuen Vertrag verdient hätte. Kurz mal der Blick auf unsere verliehenen Spieler.
Romy ist tragisch schlecht, leider. 6,38er Note bei Wattenscheid. Auch Eisi schafft es nicht wirklich. Ich dachte, der wird richtig pushen. Ich würde gerne mal wissen, wie die spielen, bitte. Romy rechts. Hünecke. Ach, Hünecke spielt da auch. Okay. Ah, nein, wieso Rechtsverteidiger? Ich habe doch rechts außen gesagt. Ist klar, dass er dann kein Tor macht. Ah, oh, wie unnötig. Ja, das ist aber auch meine Schuld, dass ich zwei Rechtsaußen an den gleichen Verein zurückgebe, ne? Ich überlege, ob ich Romy opfer, damit Eisi für die paar Spiele, die jetzt noch anstehen, wenigstens rechtsaußen spielt. Oh, das ist halt echt fies gegenüber Felgenträger. Aber Eisi ist halt besser. Leider kann Felgenträger dann auch nicht mehr in der U19 spielen. Egal, komm, Hauptsache Eisi spielt. Zawatzki ist auch nicht, auch nicht. Makaya trifft einfach nicht, ne? Wie kann der Typ 16 Abschluss haben? Der trifft gar nichts. Heilige Scheiße, ey. Ganz, ganz schlimm. Bosco spielt wenigstens viel. Note geht auch ein bisschen hoch. Strünö spielt viel, das ist sehr gut. Waldhauer auch viel, sehr, sehr nice. Thomasen, ja, wenig Tore. Tobi Hoffmann spielt viel, das ist richtig, richtig gut. Nedeljkovic spielt auch viel hier bei Bremen. Sehr, sehr nice. Ja, und Marston weiterhin der Beste. Aber wenigstens spielt Nedeljkovic jetzt mal ein bisschen mehr. Ja, das wird Eisi, war ein dummer Fehler von mir. Ich hatte gedacht, dass Wattenscheid vielleicht Romy auf links spielen lässt, weil ich bei Romy Felgenträger halt nicht gesagt habe, spiel oder lasst ihn auf dieser und dieser Position spielen, sondern nur bei Eisi. Gut, jetzt halten sie sich bei Eisi nicht dran und machen es dafür bei Romy. Aber gut, Hauptsache der spielt, ne, und sei es halt Rechtsverteidiger. Da kann man sich auch verbessern. Muskelbündelriss an der Leiste bei Nihat Erdemir, bei Miha aus unserem letzten Intake. Bissi sehr unnötig. Jugendeinrichtung endlich ausgebaut, sehr schön. Und Schuranov möchte einen neuen verbesserten Vertrag haben. Ich glaube, ganz ehrlich, ist es vorbei. Es ist vorbei, ja. Schuranov war jetzt wirklich lang genug bei uns. Und er hat auch die meisten Tore dieses Jahr. Aber in Relation zu dem, was möglich sein müsste, ist, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden, da, das geht deutlich besser. So, das ist nicht ganz richtig. Stahl halt rechts außen, warum nicht eigentlich? Gespannt auf den Youth Intake gleich. Müsste eigentlich zwischen den beiden Spielen jetzt kommen. Lavic verdient Auszeichnung Next Gen. Das wäre sehr interessant. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir Lavic schon drinne. Ja, natürlich gewinnt Bochum jetzt gegen Hertha, aber das ist gut für uns. Das ist wirklich gut für uns, weil dadurch könnten wir vorbeigehen. Bochum ist uns eigentlich egal, die sind auf 15. Die sind auf 18 mit 15 Punkten. Das ist eigentlich sogar sehr gut. Das ist eigentlich extrem gut. Jetzt müsste man nur gegen den Tabellen 16. Hannover gewinnen. Das wäre sehr, sehr schön dann. Nur die Frage ist, wer macht das Tor? Wahrscheinlich Götz. Stahl hat sich verletzt als neuer Rechtsaußen, aber wir haben auch gewonnen gegen Bielefeld. Ein Pünktchen sind wir hinter Gladbach, der U19 von Gladbach jedenfalls. Und haben ein Spiel weniger. Sieht sehr, sehr gut aus, was wir da in der U19 Bundesliga West machen. Hauptsache, es sieht jetzt auch gut aus, was wir hier in der ersten Liga gegen Hannover 96 machen. Die haben gegen Union unentschieden gespielt, davor haben sie auf den Sack bekommen von Bayern. Das war aber, glaube ich, der Pokal. Und es wird ein 4-3-3, wo sich die Spieler nicht so ganz gut verstehen. Jedenfalls die Duos aus Pucac und Schäfer sowie Mena und Leopold und Ambrosius sowie Uremovic. Ich habe ja gerade schon aufgestellt. Lasse ich das jetzt so? Ganz ehrlich, Sinan spielt zuletzt echt nicht so stark. Da muss Belgen noch rein. Und dann habe ich leider wieder das gemacht, was ich nicht machen wollte, nämlich so viel rotiert, aber im Prinzip hat es auch nicht geholfen, als ich nicht pilotiert habe. 13. gegen 18. in der Formtabelle. Ei, ist mir schlecht. Aber wenn es der 18. in der Formtabelle ist, dann sollten wir da wenigstens mal gewinnen, ne? Und da wir nicht ganz oben sind, hoffe ich mal, dass es nicht dieses typische Spiel gegen die wird. Tugbenio, schöner Kopfball.
Oben hatte Bagan Busy Platz, hat aber leider keiner gesehen. Das ist richtig schön gespielt von Udinese auf Bagan. Chipperfield. Schöner Ball Shuranov und natürlich das Aluminium. Das ist echt krass, wie oft wir Alu treffen in dieser Rückrunde. Sonst ging's eigentlich. Ich erinnere mich gerne nochmal an die Milan-Saison im Journeyman-Save vor, boah, 4 Jahren oder so. Oh, Balog mit einem Riesenfehler und dann haben wir mal Glück. Okay. Ich beschwere mich jetzt nicht mehr über Alu für diese Folge. Deswegen sage ich jetzt auch gar nichts mehr von dem Milan-Save damals. Jetzt hat uns Alu mal gerettet. Einmal, endlich. Aber Balog, meine Güte, ey. Schöner Ball auf Shuranov. Aber es ist halt Shuri, ne? Der trifft nichts mehr. Keiner trifft mehr was bei uns. Ich glaube, ich sollte einfach auch gar keinen Stürmer mehr aufstellen. Das meine ich übrigens auch nicht mehr irgendwie hysterisch, sondern es ist eine gute Idee sogar, mit zwei Flügelstürmern zu spielen und einem verkappten Neuner halt, ne? Also eine falsche Neun. Schöner Kopfball von Hakan. Udinese. Nimmt Tugbenio nochmal mit. Viel Betrieb da im 16er. Die Flanke kommt aber nicht durch, weil Schäfer diesen Ball abfängt. Schreiber möchte nochmal über links spielen. Langer Ball nach vorne, der nicht doch jetzt bei uns landet. Oh, ein langer Ball nach vorne auf Asadi. Rückraum wäre Platz, Shuranov. Alter, es ist halt. Es ist halt langsam nicht mehr lustig, Shuranov, ne? Was hat er an XG in seiner Saison? 7,47 und 7 Tore nur. Er underperformt halt wirklich vom XG-Wert. Holy shit. Wie die komplette Mannschaft wahrscheinlich. Gucken wir gleich mal drauf. Aber wir haben auch schon wieder 1,21 und kein Tor. Nee, ich mach mal Wasserflasche. Es macht halt keinen Spaß mehr, den Jungs in der Offensive zuzusehen. Hinten ist es ja in Ordnung, aber du machst einfach keine Tore mehr. Sari. Schöner Ball auf Udinese. Guter Ball auf Schuhe. Raus. Ganz ehrlich, ne? Irgendwo hört es auch mal wirklich auf. Das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Ich kenne das ja sehr gut, wenn man den Spielern einen neuen Vertrag gibt, dass sie danach absolut richtig scheiße spielen. Ah, der muss ja um einen neuen Vertrag kämpfen und dann kommt da sowas bei raus. Am besten sollte ich eigentlich auch Rainer Bagora mitnehmen beim nächsten Mal wieder. Da geht ja absolut gar nichts mehr bei uns in der Offensive. Boah, ist da viel Platz. Ich weiß auch nicht warum. Boah, wenn wir ein Glück, ey. Was machen? Götz ist derjenige, dem ich vertraue. Asadi dann in die Mitte. Udines wird ein normaler Flügelspieler auf unterstützen. Bagan bleibt da, wo er ist. Tugbenio geht auf angreifen. Box-to-Box gefällt mir jetzt nicht. Da möchte ich mal D-Blind Playmaker sehen. So, dann spielt mal die Pässe etwas kürzer anstatt kürzer. Geduldig spielen. Ja, sollte ich eigentlich drin lassen. So qualitativ schlecht, wie unsere Abschlüsse sind. Und auf Offensiv. Das ist echt nicht mehr lustig, wie schlecht diese Offensive ist. Aber auch alle, ne? Allesamt. Schöner Ball. Götz in die Mitte. Hütti. Jonas Götz. Dankeschön. Danke. 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 Hütti, bedank dich bitte bei Jonas Götz. Und zwar richtig doll. Alter, ey. Danke, Götz, ey. Endlich mal. Aber den hätte selbst Schuranov noch wahrscheinlich reingemacht. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Endlich, ey. Ja, und Götz nächstes Spiel Startelf. Oh mein Gott, was für ein Pass.
Und dann pennt man hinten und Veličković und Bulka wäre aber auch abseits gewesen. Togbenio geht mal wieder auf Unterstützen und Hakan geht von Unterstützen auf Verteidigen. Und Assadi, ups, das wollte ich nicht, geht von Angreifen auf Unterstützen. Götz bleibt vorne auf Angreifen. Meine Güte, ey, das ist eine schlimme Rückrunde. Ganz einfach. Langer Einwurf, der ist aber ganz schlecht. Der ist, glaube ich, auch... okay, nichts gesagt, da ist ja alles blank. Aufpassen, ne, Götz, noch blutjung, keine Erfahrung, aber kriegt diesen wunderschönen Ball und muss nochmal in die Mitte legen und Hütti macht ihn natürlich nicht. Boah. Fährt mal Beut reinbringen. Und dann gehen wir zurück auf das normale 4-3-3, würde ich sagen, war 4-1-4-1. Das ist in Ordnung so. Aber Zeitspiel nochmal reinklatschen wieder. Boah, Leute, 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 ey. Ich hoffe mal, dass Hannover uns jetzt nicht noch mehr gefährlich wird als ohnehin schon, während Yashashvili leider diesen Eckball rüberhaut. 4 Minuten Nachspielzeit. Aber wir holen einen super, super wichtigen, sehr schlechten Sieg und können uns wirklich alle bei Jonas Götz bedanken. Was ist denn mit unserer Offensive los? Ey, meine Fresse. Echt nicht mehr lustig. So, bevor ich es vergesse, Shuranov, komm, rück dein Geld her. Den Rest kann ich gar nicht mehr, aber gut, Chipperfield vielleicht noch? Nee. Alter, das war ja so schlimm. So, so schlimm war das. Also nächste Partie, Hütti von Anfang an und Bagura kommt mit. Weil ich traue ja gar keinem mehr zu, da zu treffen. Und Götz von Anfang an auf jeden Fall. Aber gut, kann sich ja noch ändern, ne? Wir haben noch ein paar Tage bis Freiburg. Ja, Shuranov, ich finde deine Leistung ungerecht. Bayern nur unentschieden. Ui, aber gut, die sind ja eh schon seit Jahren Meister geworden. Mensch, da müssten wir oben stehen, ne? Ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber nicht nur ein bisschen. Ey, aber die Offensive, ich trainiere halt so viel Offensive. Die Jungs haben schon getroffen, alle haben schon oft getroffen. Und es geht einfach gar nichts. Warum haben die alle gleichzeitig so einen Hänger? Köln gegen Mainz 0-0. Das ist echt nicht lustig, du. Oh, Makaya hat endlich getroffen. Ich glaub's ja nicht. In seinem 19. Einsatz macht er sein erstes Tor mit seinem 16. Abschluss. Junge, 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 ey. Ja, Entscheidungen, 9 Einsatzbeute, 9 Antizipation, 9. Das hilft halt alles dann nicht. Ich glaub's ja nicht, ey. Hat der endlich getroffen. Zeig mal. XG-Table. Ja, wie erwartet. Wir haben minus 6 Tore. Boah, sollten eigentlich die viertbeste Offensive sein, sind wir aber nicht. Minus 6, ey. Deckt sich aber, ne? Auch bei den Punkten, wow, minus 2 mittlerweile. Wären Expected Points Platz auf Platz 5. Schalke wäre sogar nur auf 7, weil die plus 5 geholt haben, meine Güte. Ach, wie nervig einfach, wie nervig. Stuttgart auch komplett am Überperformen. Die haben plus 4 Tore, minus 3 Gegentore und plus 5 Punkte. Denn Expected Points Position auf Platz 16 sind aber auf 11. Unglaublich, ey. Bochum, ey, so weit hinten, aber trotzdem minus 8 Gegentore kassiert. Bayern plus 7 Tore. Ja, aber wir haben es ja gerade gesehen bei Shuranov, dass der halt so underperformt. Und das werden die anderen mittlerweile wahrscheinlich auch machen. Und das, obwohl wir halt sogar Eckentore erzielt haben, ne, die ja ganz wenig XG geben. Hütti hat 7,63 XG, hat 7 Tore, also performt auch under. Dann haben wir Ristic, der 0,88 hat, der performt über, super. Und Shuranov halt mittlerweile 8,89 Expected Goals und hat nur 7 Tore. Ja, Shui, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich glaube, die zweite Liga ist da eher was für dich, vielleicht die dritte Liga. Aber jetzt insgesamt waren es zum aktuellen Zeitpunkt 13 Tore in 46 Spielen. Das ist zu wenig.
Und da kann er noch so ein guter Mentor sein. Er hat eine gute Phase dieses Jahr, aber die ist halt auch schnell wieder abgeklungen. Jetzt sind die Zeichen halt auf Abschied. Immerhin hatten wir ja gerade einen Jonas Götz, der mal Bock auf Tore hat. Aber auch krass, ne? Götz halt jetzt, erstes Spiel, ein Tor, zweites Spiel, Vorlage. Da kannst du schon sehr freudig in die Zukunft schauen. Also, hab Bock. Hinterbacher damals ja eh nicht gut gestartet. Lustigerweise ersetzt Götz halt gerade jetzt Hinterbacher. Hat sich Achter. Achso, ist so eine Krankheit. Erkältung im Verein behandeln. So, Youth Intake müsste jetzt aber auch langsam mal kommen. Ich glaube, ich habe gegen 13. Ja, da ist er. Wir hatten 5 Sterne Intake prognostiziert bekommen. Es wird ein 4,5 Sterne Intake, aber wir haben drei potenzielle Spieler mit 4,5 Sterne. Gucken wir mal. Wir haben einen Keeper, Leo Suslik, das war sogar einer der A's. Ballername 4. Boah. Ja, aber vielleicht. Wenn man wüsste, was er halt an Potenzial hat, ne? Also ich gehe schon davon aus, dass wir einige Spieler haben, die viel Potenzial haben, weil hier mittlerweile sehr, sehr viel rausgeflogen sind. Ich habe nur noch knapp 29 Spieler, die halt viel Sterne Potenzial haben sollten. Und da fliegen regelmäßig welche raus. Also ich gehe schon stark davon aus, dass wir mittlerweile so einen starken Kader haben, dass nicht jeder dahergelaufene Spieler 5 Sterne Potenzial hat, weshalb ich 4,5 Sterne jetzt nicht als schlecht ansehen würde. Ich denke, aus dem könnte was werden. Bin ich nicht so unzufrieden mit. Ohne Ehrgeiz ist natürlich Trash. Ist dann wieder eine Sache, ne? Bulka wollte ich vielleicht ersetzen. Jetzt wäre es eher so die Sache, dass er wohl bleiben sollte aufgrund des Mentorings. Wir haben Markus Becker. Das ist, ne, Stürmer, ne? Oh, Grundfitness nur 8. Ein Stürmer und links außen. Schell ist er auch nicht wirklich. Aber hat halt viel Potenzial. Leider verletzungsanfällig. Mental ist er oft nicht weit weg. Also Physis müsstest du hier sofort verbessern. Abschluss kriegst du, glaube ich, hin, ne? Mit 9 Starten. Mit 15 ist in Ordnung. Ich glaube, also als Stürmer jetzt. Vielleicht machen wir ihn auch zum Außenspieler. Ist okay. Sag, warte. Kriege ich das immer hin? Ist ja gerade sehr interessant. Das war schön zensieren, das Gesicht. Ja, ist in Ordnung. Bin noch nicht so angetan. Mal schauen, wie Sebastian Dahlke aussieht, ein Rechtsverteidiger. Mit 5 Flanken. Er ist 1,7. Er hat 20 Determination und ist 1,97. Wow. Okay, du wirst auf jeden Fall nicht Außenverteidiger. Der Brody wird auf jeden Fall Innenverteidiger werden. Oh, auch sehr verletzungsanfällig. Autschi. Ja, aber vor könnte man. Oh, wird auch schwierig, ne? Also höchstens als Innenverteidiger, weil boah, der Rest ist nicht gut. Ich bin noch nicht so überzeugt von dem Intake, ne? Aber man nimmt, was man bekommt. Sechser mit Trevor Harbing, Niederländer. Das ist für mich keine goldene Generation, ne? Aber der Begriff ist ja auch sehr, sehr inflationär im FM. Kopfballtechnik 5 als Sechser. Naja, vielleicht. Dann haben wir Tim Klaassen, Rechtsaußen. Grundfitness 5 und Söldner. Meine Güte, alter Schwede, was ist denn mit dir? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Könnte man aber vielleicht rausbekommen, ne? Aber Grundfitness 5 kriegst du nicht raus. Der Typ ist ja nach 2 Minuten auf dem Feld schon im Arsch. Corbinian Dreier, wieder ein Innenverteidiger, Übersicht 4, GG. Boah, Grundfitness ist. Das ist dieses Attribut dieses Mal, was nicht so gut ist. Ne? Hatten wir schon oft genug. Einmal war es die Schnelligkeit, die nicht gut war. Dann war es mal die Übersicht, die nicht gut war. Jetzt ist es anscheinend die Grundfitness, wobei die hier wenigstens gut ist bei Massimo Verwelde, wieder ein Niederländer. 9 Flanken, Kraft 1, cute.
Marco Bruno. Boah, Zielstrebigkeit 5, Übersicht 5, Schnelligkeit 5 und Schuss. Aber da kann man sich ja gleich schon sicher sein, dass der nix wird. Dann haben wir Şükrü Oktay Aydoğmuş. Aydoğmuş. Auch wieder einer, der überhaupt nichts kann. So ein Spargeltarzan mit 4 Kraft. Sieht aber auf den ersten Blick nicht so schlecht aus. Ich werde jetzt mal keine Verträge fertig machen, sondern mache die gleich offscreen. Dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Aber auf jeden Fall werden wir natürlich die 5 Besten auf jeden Fall verpflichten. Ich muss halt gucken, wo ich die einplane alle. Deswegen würde ich das gerne offscreen machen. Pascal Klein. Auch wieder so ein 4-Kraft-Typ. Also Scholten scheint keine Spieler zu mögen, die Kraft haben. Übersicht 5. Ja gut, hier kommen wir, glaube ich, in dem Bereich, der eh irrelevant wird für uns, weil er einfach zu schlecht ist. Boah, ja, Petros Papadopoulos noch. Schöne Augenbrauen. Keine Ahnung, wer bei Sports Interactive die Augenbrauen macht, aber sie sind immer schrecklich. Und Leon Wagner kannst du eigentlich vergessen. Also auf jeden Fall Suslik wird kommen. Denk gut, die drei besten kann ich auf jeden Fall, ne? Das ist aber jetzt nicht das Problem. Das raus, auf jeden Fall die Klausel noch rein, ne? Dass wir die Option haben, mit ihm zu verlängern. Gerade wenn es nur ein Zwei-Jahres-Vertrag ist. Da sind die Berater ja immer sehr, sehr speziell. Okay, dann müssen wir wohl auf 1,5 gehen. Mittlerweile ist das ja gar kein Problem mehr, weil wir das Geld haben, zum Glück. Dann auf jeden Fall Markus Becker. Bei dem muss man irgendwie schaffen, die Grundfitness auf mindestens 10 zu bekommen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Also ich finde, Grundfitness ist eins der schwersten Attribute zum Pushen. Aber sobald du halt richtig früh startest mit, was heißt Endurance nochmal auf Deutsch, mit Durchhaltetraining? Was heißt Endurance in diesem Spiel auf Deutsch? Boah, ich guck mal kurz, ich hab's ja bestimmt hier drin irgendwo. Ausdauer, ja gut, so einfach kann's sein. Mit Ausdauertraining kriegt man das, denke ich, früh genug noch ein bisschen hin. Bei Sebastian Dahlke bin ich halt super interessiert, ne? Der ist 1,97, der wird bestimmt noch wachsen. Wie groß ist Romy Felgenträger mittlerweile? Der ist ja mit 1,55 gestartet oder so, mit 1,51? Mit 1,51, also der ist zum Beispiel 2 cm gewachsen. Knöchelverdrehung hat er momentan. Also ein 2-Meter-Peter hinten wäre schon nice, ne? Und sonst sieht er auch gar nicht so schlecht aus. Kriegst du halt alles hin. Und wenn dann in ein paar Jahren Dahlke und Achter bei uns in der Innenverteidigung sind, kann man, glaube ich, positiv dahin blicken. Wie groß ist ein Achter? 1,95, das wäre schon geil, ne? Hätte ich Bock drauf. Ganz ehrlich, hätte ich richtig Bock drauf. Also die drei werde ich mal holen auf jeden Fall und gucke jetzt gleich offscreen, wen ich noch holen möchte. Das wird dann wichtig sein, um zu schauen, wer bei mir nur so eingeplant ist hier in der U19. Aber wir machen jetzt natürlich erstmal das Freiburg-Spiel. Ja, und wie der Intake dann so wird, muss man auch schauen. Ne? Ich glaube, er könnte gut werden. Ich meine, ich kann nicht erwarten, dass ich jeden Intake halt 5 krasse Spieler bekomme, ne? Und wie gut der Intake jetzt nun wirklich ist, das kannst du immer erst in ein paar Jahren sehen, ne? Wahrscheinlich habe ich mich seinerzeit dann auch richtig darüber aufgeregt, wie schlecht der Intake war, den ich bekommen habe, als ich Sinan hatte. Und jetzt ist er halt mein absoluter Stammlinksverteidiger. Wahrscheinlich sogar habe ich mich beschwert, als der Intake mit Tugbenio kam. Und der ist ja nun mal wirklich der absolut beste Spieler, den wir bisher bekommen haben. Und ich glaube, Tugbenio wird auch ziemlich easy der beste Spieler ever bei uns werden, den wir bekommen. Ziemlich sicher. Ich würde mal gerne ein bisschen Kopfballtechnik bei ihm trainieren. Also, ich sehe es nicht, dass der Typ nicht der absolute Goat wird. Müssen wir mit dem eigentlich auch her? Ja, müssen wir. Könnten wir mal wieder mit dem verlängern? Ohne Ausstiegsklausel, bitte. Ist mir dann auch scheißegal, was ich ihm zahlen muss. Hauptsache ohne Ausstiegsklausel. Sie gehen sogar 10 Millionen runter. Ey, dieser FM, ne? Manchmal, ich verstehe es einfach nicht. Der Typ hat halt eine Ausstiegsklausel von 46 Millionen und sein Berater meint, er möchte 10 Millionen weniger da sehen.
What the fucking fuck ist eigentlich falsch mit dir? Vor allem, ich will dem ja auch wirklich Geld in den Arsch schieben, ne? Der würde ja eine absolut krasse Gehaltserhöhung bekommen. Und wow, Becker hat sich aber schnell entschieden. Und ich weiß es nicht, ne? Ich will ihn ja wertschätzen durch das Geld. Aber er will halt, dass er unbedingt geht, scheinbar. Das wird halt noch echt richtig doof werden für uns, ne? Wahrscheinlich muss ich dann wieder taktisch verlängern vor dem Sommer. Was hat er jetzt an Marktwert? 23 bis 32 Millionen. So, Freiburg spielt ein 4-2-3-1. Zuvor gegen Union unentschieden gespielt. Gegen die Schalke gab es eine Niederlage, genauso wie gegen die Wolfsburger, aber gegen die Kölner hat man gewonnen. Die haben Schade vorne, dieses Mal aber den Ludger Schade. So, Götz kriegt sein Startelfdebüt, Santosch kommt rein für Chipperfield. Und dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass die Jungs sich heute etwas besser anstellen. Rainer Bagura auf der Bank kriegt die 37. Let's go. Vielleicht hat sich das Offensivproblem ja erledigt, wenn jetzt Jonas Götz von Anfang an spielt. Würde ich nicht abstreiten, dass es auch mal das Problem vielleicht von dem Zuspiel ist, was man bekommt, dass die Stürmer nicht treffen. Im Falle von dem, was wir bisher in der Folge gesehen haben von Schuranov, würde ich darauf aber nicht tippen, weil die Chancen, die er heute hatte, um daraus kein Tor zu erzielen, das ist schon boah, leichtsinnig. Starten sofort mit einer Szene. Götz wird gleich mal geschickt. Götz? Ah, schade, verliert dort den Ball. Oh, aber Hütti! Und wo kommt denn der her? Hütti, 1-0. Nice. Götz kann heute nichts falsch machen, außer wenn er glatt rot bekommt. Oder generell rot bekommt. Deswegen schwierig für ihn, aber super reagiert von Daniel Hüttenschmidt. Und sofort leider die Szene für den SC Freiburg. Ja, Schaschwili klärt, aber Hütti könnte oben Udines sehen, sieht aber unten nur Götz. Den Ball schön zurückleitet auf Hütti. Zurück auf Götz! Aber da fehlte dann die Power für unseren jungen Linksaußen, der sein drittes Spiel heute macht. Was machen wir eigentlich mit Balog? Spielt er ein gutes Jahr? Spielt er ein solides Jahr? Spielt er ein schlechtes Jahr? Durchschnittlich. Mit Höhen und Tiefen, ne? Oh, der war sehr doof. Da in die Mitte. Und Joao Baptista. Und wir haben Alu Glück. Was ist denn jetzt los mit dem Alu? Darf man ja gar nicht laut sagen. Schöne Freistoßposition. Zu Benio. Keeper steht aber gut. Boah, und hält ihn richtig stark. Oder pariert ihn richtig stark. Eckball von Tugbenio. Götz dieses Mal auf dem kurzen Posten. Ich glaube, so groß ist der gar nicht. Boah, doofer Vorstoß. Der Dai scheint ordentlich aktiv zu sein. Joao Baptista, Baptista auch. Und dann ist es wirklich schade. Der früh den Ausgleich macht, sah erst aus wie ein Eigentor von Yashashvili. Unten stand auch, dass sein missverstandenes Einsteigen irgendwie dazu führte. Ja, zu leicht. Tugbenio ist da auch weit weg von seiner Position, deswegen muss Balog rausgehen. Und fehlt dann wahrscheinlich auch irgendwie in der Mitte, um Schade so ansatzweise den Flankenweg zu decken. Das ging zu einfach. Mal wieder. Was? Die nie pressen? Okay. Ach, Mann, ey. Freust du dich und sofort kriegst du wieder die kalte Dusche. Love it. Immer. Vor allem in der Rückrunde immer. Was ist das für ein Landsmann? Australien. Warum haben sie den denn aufgeschnappt? Hertha führt leider gegen Stuttgart. Das ist nicht gut für uns. Götz versucht sich hier kurz den Ball zu stehlen, aber schafft's nicht. Tugbenio ist wieder sehr weit weg von Dai. Boah, nicht gut. Baptista. Unten ist Okmonek und der macht den Führungstreffer für die Freiburger.
Ich hätte Benio nicht loben dürfen. Der hat so Hardcore-Probleme dagegen Mustafa Dai, dass er ja quasi zwei Gegentore verschuldet. In der Mitte sehen wir da auch ganz schlecht aus, muss man dazu sagen. Auch Belgen ist weit weg von Opmanek auf der rechten Freiburger Seite, aber wo es halt entsteht und wie es halt entsteht, das war leider die Seite von Tugbenio. Und so haben wir leider unsere Führung schon wieder komplett in den Sand gesetzt. Nicht nur, dass wir den Ausgleich schnell kassiert haben, jetzt liegen wir sogar wieder hinten. Es ist so eine inkonstante Kacke, die wir abliefern in der Rückrunde. Ich glaube, ich werde ab der nächsten Folge mal ein bisschen mehr wieder 4-1-4-1 spielen, um mehr Sicherheit zu generieren. Weil Tore schießen wir eh nicht, wirklich. Ja, es läuft einfach nicht. Ich habe auch echt kein gutes Händchen mit meinen Aufstellungen dieses Jahr. Ständig haben wir Spieler, die wirklich richtig, richtig schlecht performen von den Noten her. Und auch richtig, richtig krasse Fehler machen. Und dadurch verlieren wir und verlieren wir und verlieren wir. Jetzt ist nicht mehr viel Zeit und wir sind schon wieder am Verlieren. Rainer Bagura wird reinkommen für Haka, nochmal Doppelsturm für uns. Ich glaube, das Ding ist leider verloren. Assadi wird nochmal reinkommen für Götz. Jedenfalls haben wir überhaupt gar keinen Offensivdrang mehr. Mann, 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 ey. Och, Örmann direkt zum Gegner. Ich glaube, ich muss echt im Sommer mal einen kleinen Umbruch machen. Das macht echt keinen Spaß mehr mit den Fehlern, die wir die ganze Zeit machen. Aber dafür brauchen wir halt Geld. Und für Geld brauchen wir den internationalen Wettbewerb. Und den werden wir so nicht erreichen, wenn wir solche Gegentore einfach mal zulassen. So einfach. So, so einfach. Da stehen alle unsere Verteidiger direkt auf der Linie, wo Bulka steht. Und logischerweise kommt dann keiner mehr an Batista ran, der da auf dem Elfmeterpunkt quasi steht und sich denkt, wo seid ihr alle? 1-0 geführt, super früh. Und dann richtig hart auf den Sack bekommen. Und nicht mal unverdient verloren. Boah, und die Konkurrenz kommt näher und näher. Leverkusen mittlerweile auf einen Punkt ran, Hertha einen Punkt hinter uns, nachdem sie ja gerade gegen Stuttgart verloren haben. Freiburg ist war halt ein direktes Duell, die sind nur noch 3 Punkte entfernt. Es wird ein hartes, hartes Stück Arbeit, hier noch irgendwie uns an Platz 6 zu klammern, was die Gruppenphase der Europa League wäre. Kommt natürlich alles ein bisschen drauf an, auf den DFB-Pokalsieger, aber das wird ja eh wahrscheinlich Bayern werden. Mann, Mann, Mann. Spielt hinter uns auch jemand? Nicht wirklich, aber ich würde die Ergebnisse vom Sonntag gerne noch mitnehmen. Oh, das wird so eng einfach werden. Also auf jeden Fall ab der nächsten Folge vermehrt 4-1-4-1. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Sicherheit. Wir spielen eh keinen guten Fußball in der Rückrunde. Hätte ich vielleicht schon sogar vorher machen können. Aber hinterher bist du halt immer schlauer. Ich habe halt die Hoffnung in meiner Mannschaft, dass sie sich halt selbst fängt. Aber ich glaube, die Hoffnung kann ich jetzt langsam mal begraben in der Rückrunde. Schalke gewinnt, also Platz 5 ist auf jeden Fall mittlerweile weg. Die haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand, wahrscheinlich gegen Leipzig, weil es die einzige andere Mannschaft ist mit 25 Punkten. Leverkusen und Hertha, unsere ärgsten Verfolger, gegen die spielen wir, glaube ich, auch noch, gegen Leverkusen. Ja, wahrscheinlich. Nee. Nee, tun wir nicht. Wir spielen noch gegen Mainz auf 12, Leipzig auf 4, Wolfsburg auf 3, Köln auf 14, Schalke auf 5, Union auf 17, Bayern auf der 1 und Bochum zum Schluss auf der 18. Viel, viel Potenzial zum Mistbauen. 2 mickrige Siege in der Rückrunde bisher. Und zweimal nur ein 1-0. Ja gut, das ist jetzt leider ein bisschen schlecht für die Spieler, ne? Weil mit diesem Eindruck dieser letzten 6 Spiele gehe ich jetzt in eine Pause.
um natürlich zu sagen, Kanalmitglieder, benennt mal die Spieler, wenn ihr Bock habt. Und vor allem die Kaderplanpause, die ich mir jetzt gleich gebe. Und ich glaube, wir werden dann doch ordentlich Umbruch sehen. Durch Spielerverkäufe sollten wir so oder so genug Geld generieren, auch wenn der geniale Vorstand irgendwie sich einen Plan ausdenkt, wie man das neue Stadion doch noch baut. Aber ich hoffe, dass ich diese 7,61 Millionen auf jeden Fall bekomme. Okay, Leute, ich werde mir mal ein paar Gedanken machen. Wisst ihr noch, wie ich vor genau einer Folge an diesem Zeitpunkt meint oder zu diesem Zeitpunkt meinte, dass 9 Punkte in der nächsten Folge schon echt schön wären? Hat gut geklappt, ne? Es sind halt 3 Punkte auf Platz 9. Das wird halt noch so krass eng werden. Wir können übrigens nicht mehr Meister werden. RIP. Na gut, Leute. Ich glaube, das mit dem Daumen drücken und so für die nächste Folge lassen wir mal. Das hat irgendwie nicht geklappt. Schauen wir mal, was wir hinbekommen gegen Mainz, gegen Leipzig, die immer fies sind, gegen Wolfsburg, die auf Platz 3 richtig stark sind. Hoffen nur auf das Beste, ne? Ich mache Kaderplanung jetzt. Überleg mir, wen ich wo einsetzen möchte und welche Jugendspieler dann mitkommen. Und in der nächsten Folge sind wir wieder ein bisschen schlauer, ne? Bis dahin. Tschüss.